Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4. So, er darf hier gerade mal was essen. Level 5 der Denkfähigkeit erreicht beim Carlos, sehr schön. Und wir müssen jetzt natürlich hier den Karl mal ein bisschen Schmuck machen. Outfit planen. So. Karl ist ja älter geworden. Er ist jetzt ein Kind. Frisur würde ich gerne ändern. Farbe bleibt natürlich. Aber Frisur hätte ich doch gerne andere. Wow. Nee. Fangen wir mal ganz oben an. Was gibt's denn da? Die finde ich gar nicht so verkehrt. Oder? Überzeugt mich auch noch nicht so. Nee. Das geht schon eher. Oder so ein bisschen. Nee. 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 Das sieht zu brav aus. Auch nicht so. Nee, Raster mag ich nicht. Wow. Das wäre eher was für die Carla. Also die langen Haare. Ne, dann machen wir, glaube ich, tatsächlich die hier. Welche war das jetzt? Welche hatten wir denn da? Wir hatten doch eben eine. Die. Nehmen wir die. So, dann gucken wir mal, was klamottentechnisch so geht. Ach so, da müssen wir jetzt Alkohol. Haha. Die war das. Ja, die hat er jetzt dauerhaft. Sehr gut. Gucken wir gerade mal. Da hat er doch irgendwo eine Brille, ne? Das geht ja mal nicht. Keine Brille, bitte. So, jetzt gucken wir mal. Was hat er denn so an? Nee. Definitiv nee. Was haben wir denn so an fertigen Kombinationen? Würde schon eher... Ah, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Ich würde das sogar fast in der Farbe nehmen. Bisschen andere Schuhe noch. Aber ansonsten sieht das gar nicht so verkehrt aus. Ich glaube, das nehmen wir. Andere Schuhe gucken wir gerade nochmal. Oder zumindest in einer anderen Farbe. So, machen wir das. Doch, das finde ich ganz okay. Für schick. Soll er sowas tragen oder eher sowas? Das machen wir, glaube ich. Aber die Schuhe dann auch bitte in einer anderen Farbe. Hm.
Das geht, finde ich. So, was haben wir denn für Sportkleidung? Ah, da würde ich das. Das sieht okay aus. Können wir auch gut in der Farbe nehmen. Nachtwäsche, die passt. Wobei. Welches ist denn das im Moment? Gar keins von denen, ne? Machen wir einfach einen Schlafanzug. Kriegt einen blauen Schlafanzug. Was haben wir da? Das Party-Outfit, ne? Das hätte ich gern auch ein bisschen. So ist doch besser, oder sowas. Das ist ein passendes Party-Outfit. Ne, würde ich sogar so dunkel nehmen. So. Badehose. Passt, aber vielleicht. Machen wir die. So, da haben wir das bei Hitze. Gucken wir mal, was da an fertigen Outfits gibt. Heißes Wetter, nichts Gescheites. Pulli ist ja okay, aber ich würde den gern. So ist besser. So, das ist besser. Können wir die Farbe lassen? Geht eigentlich mit dem Rot, ne? Noch andere Schuhe. Oder andersfarbig jedenfalls. So. Und dann haben wir Winter. Ja, der Mantel ist eigentlich okay. Aber ich würde dann gern eher. So dann. Und dann noch eine. Dunkle Hose dazu. So ist schön. Und die Brille muss auch nicht sein. Der braucht noch keine. So. Sehr gut. Haben wir das auch erledigt. Und können mal schauen, dass wir ja, sein Zimmer jetzt noch umgestalten, ne? Er braucht jetzt kein Kleinkinderzimmer mehr. So, Haushaltshilfe hat geputzt. Wobei, wir können erst noch die Party fertig machen, ne? So, mit Geburtstagssim ein Spiel spielen. Nee, du nicht. Über Spielzeug, über Interessen reden. Buchstabieren beibringen. Ich habe gar nichts, was ich groß spielen kann, ne? Könnt ihr hier? Mit Puppen spielen? Nee, geht das? Bauen? Ja, wobei, wir sind eh schon Gold. Von dem her passt das. So, Level 5 der Fantasiefähigkeit erreicht. Carla, wunderbar. Wie weit bist du denn eigentlich? Du hast alles, Carlos. Sehr schön. Und Geburtstagsparty abgeschlossen. Medaille Gold. Wunderbar. Jemand hat eine hübsche neue Kommode in deinem Haushaltsinventar platziert. Vielleicht sollte es ein Wink sein. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Was haben wir denn für eine hübsche neue Kommode? Die Enigma-Kommode. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal das Bett hier verkaufen. So, die können wir verkaufen. Der kommt auch weg. Der kommt weg.
Eini behalten wir mal noch. So, wir brauchen neue Tapeten. Das könnte sie hier oder so erben. Das Bild kriegt der Carlos. Das kriegt auch der Carlos. Weil Karl ist jetzt ja cool. So, neue Tapeten. Ach, die Luftballons können auch weg. Sonst haben wir alles, ne? Ja. Das eine Bild lasse ich. Tapete. Was ist denn für einen coolen Jungen? Sie hat das Bunte. Nee, das ist zu viel. Ansonsten dachte ich, das Fledermaus-Motiv wäre eigentlich ganz okay. Dass er so ein bisschen duster drauf ist, aber... Machen wir das. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Oh, da ist noch ein Dino-Bild. Hoppala. So war das nicht gedacht. So, Betten. Kinderbetten. Ah, er kriegt ein Hochbett. Das wird mega. Hochbett mit Schreibtisch drunter, weil er muss ja auch Hausaufgaben machen. Hochbett mit Schreibtisch drunter, wo haben wir das denn da? Aber so hätte ich das gerne. Etagenbett. Ich kann ja doch irgendwo einstellen, wo die Leiter sein soll, oder? Schwarz? Nee, schwarz machen wir das nicht. Machen wir das mal so. Das so. Ich konnte das doch irgendwo bei dem Bett einstellen. Wo denn die Leiter sein sollte, wenn ich das richtig weiß. Ach, hier. Nee, hier hat er nur Farben. Okay, es geht nur bei den Betten. Da kann ich es einstellen. Okay. Gut. Oder auch nicht. So. Kommode haben wir im Haushaltsinventar. So cool finde ich die aber gar nicht. Wobei so ein bisschen auf alt getrimmt, ne? Hä? Vielleicht? Was haben wir denn da? So quasi Erbstück von Oma oder sowas. Können wir dann eigentlich den drauf machen und die Konsole dazu. Perfekt.
lassen wir das Einhorn noch hier. So als Erinnerung. Ich glaube, Minimalisten-TV, den brauchen wir nicht mehr. Den können wir verkaufen, den können wir auch verkaufen. Deckenkochregal können wir auch verkaufen. Hochbelastbares Küchenregal, das hat der Michel gekriegt, ne? Können wir das hier irgendwo unterbringen? Nee. Verkaufen wir auch. Die auch. Da ist ein Tablet gelandet. Das packen wir mal dahin. Oh, den Rauchmelder. Den sollten wir vielleicht platzieren. Street Art. So, die machen wir auch leer. Nein, ich will doch noch bauen. Was mache ich denn da immer wieder? So. Da kommen dann passende Sitzgelegenheiten. Da würde ich gern so Hocker oder sowas. Komfort, genau. Verschiedenes. Zählen die als Sessel? Ah, ja, das geht schon eher in die richtige. Machen wir sowas. So. Dann vielleicht noch so Kissen. Und dann noch irgendwie was in der Art. So, dann können sie da nämlich zusammen zocken. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Computer, ne? Computer, Laptop. Tragbarer Laptop, wobei wir haben ordentlich Geld. Da kriegt er einen vernünftigen Computer. Vernünftigen Laptop. So, sehr schön. Da könnten wir noch ein Bücherregal oder irgendwas Schickes hinmachen. Bücherregal strahlend schön. Ja, das passt, glaube ich. Und ein Teppich. Teppich. Plüschteppich. So, dann machen wir halt ein bisschen größer. Sehr schön. Hoppala. Perfekt. So, das ist dann jetzt Karls Bett. Bett zuweisen. So, und er muss mit Sicherheit jetzt schon Hausaufgaben machen, oder? Tagesaufgabe, Hausaufgabe, genau. Wo finde ich die nochmal? Da im Inventar, Hausaufgaben machen. Das können wir verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Sehr schön. Ja, er ist älter geworden. Perfekt. Und damit würde ich sagen, starten wir dann auch ja, in der nächsten Folge richtig durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.